Oh, in alter Frische aufgestanden hier. Schönes morgendliche Gehen. Mal gucken, ob wir hier um die Ecke auch gleich einen Kaffee bekommen, wa? So. Was für eine herrliche Luft, was für eine herrliche Sonne. Beziehungsweise leicht neblig noch, aber wir haben erstmal noch ein Rundholz. So, nächster Tag hat begonnen. Eigentlich haben wir jetzt, glaube ich, einen neuen Quest abgeschlossen. Falls der schon hier gewertet wird. Journal war das, genau. Nächstes Mal Dings. Sprich mit. Warte auf den nächsten Tag. Sprich mit Alvin. Müssen wir mal wieder wissen, wo Alvin war. Alvin, wo warst du? Wir gucken noch mal einfach, ob der liebe Alvin da war. Ihr seid mir beide zu jung, mit euch brauche ich gar nicht quatschen. War Alvin nicht der jeweils hier auf dem Feld war? Jetzt ist er hier. Alvins Geschichte Part 2. Da bin ich doch mal gespannt, was Alvin jetzt von uns will. Liefere Bistalebol einmal Stock. Belohnung Fladenbrot. Okay. Dalebor, wo ist Dalebor? Müssen wir wieder gucken, wo Dalebor ist. Also Häuser, okay. Quests. Das müsste er wahrscheinlich hier hinten sein. Mal schauen. Oben zeigt uns hier unser Kompass an, wo der ungefähr sein könnte. Ich würde sagen, der befindet sich hier drinne. Yes, haben wir umrundet die Scheiße? Da ist er bestimmt hier. Nee, du bist es nicht. Da bist du. Digga, bist ja erst 7. Was ist los bei dir? Jetzt dürfen wir wieder mit Alvin sprechen. Na gut. Machen wir ein kleines Familiendrama draus. Wenn Alvin das haben will, dann kriegt Alvin das. Warte auf den nächsten Sommer. Okay, machen wir doch mal. So, ich sehe oben eigentlich auf unserem Kompass hier so eine Diplomkarte. Okay, kriegen wir Sachen von ihm zu kaufen. Damit signalisiert er uns, glaube ich, hier den Marktplatz mit dem Diplom da oben. So, wir hatten hier oben noch irgendjemand, der das Feld betrieben hatte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das Alvin war. Oder ob es ein anderer war. Also scheinbar war es ein anderer, weil der steht immer noch hier. Quatschen wir doch mal einfach wieder an. Edwin. Okay. Bei ihm ist scheinbar alles entspannt. Oh ja, hier können wir einfach so rüberjumpen, ey. Jackpot. Ich war jetzt schon damals im Mittelalter, war ich schon Parkour. Wow. So, mal gucken, wo wir hier weiterkommen. Also wir sollen auf den nächsten Sommer warten für Alvins Geschichte auf jeden Fall. Wir werden auch nicht jünger. Wir werden alt, alt und schließlich sterben wir. Wir brauchen vorher noch ein Vibe hier in dem Spiel. Mal schauen, wo wir dieses finden werden. Ne, Schiff nehmen wir jetzt nicht mit. Wir gucken mal nochmal ins Craftings-Menü. Können wir noch was anderes bauen? Landwirtschaft, okay. Weitere Fallen, Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer könnte man bauen. Lagerfeuer sollten wir mal bauen.
würde ich mal sagen. Wenn wir Lagerfeuer bauen, können wir bestimmt unser Fleisch darauf gar machen, damit wir das essen können. Wir haben 5 Stock, wir brauchen 16 Stöcke. Na, sammeln wir mal ein bisschen hier. Du gehst jetzt diesmal nicht, oder was? So, hier Ahornzweige. Ne, Birkenzweige. Ich dachte schon Ahorn, Mensch. So. Dann werden wir uns ein schönes Lagerfeuer bauen. Wie viel haben wir jetzt schon? Falsches Auswahlmenü. 28. Jackpot. Lagerfeuer können wir bauen. Platzieren wir das hin. Auf dem Weg geht's nicht. Wir machen das hier. Können wir das nur hier drin eigentlich machen? Wäre es besser, wenn wir es hier drin machen? Das geht nicht. Machen wir es hier. Sehr schön. Und jetzt können wir darauf nämlich auch kochen. Wey, wir können unser Fleisch braten. Sehr schön. Und gleich 2 Scheiben hier. Oder noch eine dritte auch noch, damit wir hier ein bisschen was essen können. So. Unser Inventarmenü. Und zack, siehe da, wir haben gebratenes Fleisch. Ist doch schon mal gut. Fressen wir mal 2 Scheiben davon. Macht uns immer noch nicht wirklich satt. Erstmal noch die dritte. Das hier. Noch mehr Fleisch. Ach so, wir können auch am Lagerfeuer schlafen. Okay. Ach so, einfach einmal E-Taste drücken ist Fleischbraten, 2-mal ist pennen gehen. Also immer schön dran denken, immer das Fleisch zu braten, nicht roh zu konsumieren, ansonsten werdet ihr wahrscheinlich Vergiftungen erleiden. Aber ist ja nichts Neues, ist ja fast in jedem Survival-Spiel so irgendwie. So, jetzt haben wir noch 3 Dinger voll, haben wir fast voll, super. Ich habe gerade gesehen, wir haben was Neues freigeschaltet, eine Werkstatt oder so, Gebäude. Mal gucken, wo die Werkstatt ist. Bei Häuser drin? Nein. Ist die bei Landwirtschaft drin? Field. Ah, okay, wir können Feld anbauen. Das ist schon mal gut. Überleben ist hier auch nicht drin. Crafting. Hier ist die Werkstatt. Wir brauchen Rundholz. War ja klar. Dann schlagen wir uns doch mal ein bisschen schönes. Haben wir uns eine Steinaxt weggegeben vorhin? Hat er unsere Benutzte genommen? Na, ist auch egal. Aber eine vollwertige wieder. So, Rundholz. Wir hacken uns ein bisschen Rundholz, ein bisschen Rundholz hacken wir uns. So, und zerkleinern. Und zerkleinern. Klappt nicht so ganz. Jetzt aber. Und noch ein Hieb. Yeah. Ist auch ein Rundholz? Ja. Haben wir schon fast komplett mit einem Baum. Es ist ein Stock. Okay. Nächster Axtschlag hier. Zack, zack, zack. Okay, weggebackt. Müssen wir eigentlich genug Rundholz haben, um das Gerüst der Werkstatt zu bauen? Oh, wir sind doch sehr schwer gerade. Habe ich schon wieder vergessen, bei Gebäude, bei Crafting war das, ne? Werkstatt. Genau. Dann bauen wir uns hier doch hier hin, oder? Oder hier hin? Hier hin machen wir das mal. So. Dann holen wir mal unseren Bauhammer raus. Er war auf 1, glaube ich, war. Ja.
Stöcke brauchen wir und Rundholz wieder, war ja klar. So, machen wir mal hier unser. Achso, hier sind ja gleich Zweige. Brauchen wir auch auf jeden Fall. Wir grasen hier alles ab. Baumfeld! Nochmal zerschlagen? Ja, okay, nehmen wir so. Aber definitiv noch mehr Rundholz und wir brauchen noch mehr Stöcker, um unsere Werkstatt fertigzustellen. So. Sehr schön. Ahornzweige sammeln, Birkenzweige sammeln, alles was das Herz begehrt. Ah, kommt her, wir brauchen davon massig. Gesehen habt, dass wir alleine für so eine Wand da bestimmt, wenn ich lügen, 6, 7 Dinger verbraucht haben. Wir kriegen ja wirklich nur ein Zweig raus oder zwei, dann brauchen wir schon noch ein paar. Aber ich denke mal, wir müssen auch nach vorne an Schilf ran, weil das wird ja bestimmt wieder fürs Dach benötigt werden. Aber hey, wir haben danach eine Werkstatt. So, machen wir das hier auch mal zu. Ja, sehr schön. Das nimmt doch langsam Gestalt an hier. Machen wir die Seite hier auch noch zu. Okay, die können wir jetzt scheinbar nicht zubauen. Fehlt uns scheinbar noch irgendetwas. Bleibt offen da unten oder was? Scheinbar. Da brauchen wir Stroh für. Dafür habe ich natürlich nichts geholt. Ich dachte, wir bauen jetzt hier noch andere Wände zu. Aber wir verbauen noch das Rundholz und dann gehen wir mal Stroh holen. Stroh oder Schilf? Ha! Gucken wir mal lieber. Wasser brauchen wir aber auch, apropos. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht hier. Ob Schilf für die dieselbe wie Stroh ist. Ja, scheinbar ja. Also nehmen wir Schilf. Feuer brennt hier lichterloh. Na, dann sammeln wir noch mal ein bisschen Schilf. Mal gucken, wie viel wir brauchen, ob das hier endlich reicht oder nicht. Aber ich denke, das müsste eigentlich gleich schon genug sein. Wo auch wieder nichts mehr tragen können hier. Komm, noch eins will ich hier mitnehmen. 2, 3. So, jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Und nehmen wir wieder unseren Bauschläge hier raus. Ja, das wird reichen, glaube ich. So, ach so, 4 Dachteile. Mal gucken. Oh, noch ein Rundholz. Das haben wir jetzt nicht bei. Okay. Hier haben wir das, glaube ich, schon reingezimmert vorhin. Wir müssen noch ein Rundholz schlagen. Die Werkstatt dann auch endlich abgeschlossen ist. Oh. Das war wieder ein bisschen Energie. Wir haben ein bisschen Erholungszwang. Unser Stamina ist aufgebraucht. Ich bin halt ein Ausdauerläufer, ein astreiner Athlet hier in dem Game. So, hauen wir die Scheiße weg. Ein Rundholz nehmen wir mal mit. Ich hoffe, das reicht. Aber das wird nicht reichen da an der Seite, oder? Bleibt das da offen? Im anderen Haus mussten wir es zumachen. Mal gucken, die Werkstatt ist ja zu. 100% jetzt fertig. Jackpot. Und was haben wir jetzt hier? Crafting. Hölzerne Werkzeuge, Steinwerkzeuge. Ach so, ein Stab. Oh, das ist nice. Jetzt haben wir hier Felswerfen, steinerner Spieß, Messer, Steinhacke. Wow, hölzerne Werkzeuge. Schaufel, Knüppel. Okay, sieht alles nice aus. Technologische Schema ist nicht freigeschaltet. Also hier können wir später einen Bogen bauen. Entspannt und hier ist nochmal eine Truhe.
Da werden wir jetzt auch erstmal ein bisschen was reinlegen, weil wir können nicht so viel tragen. F ist Transfer, okay. Naja, zwei sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Was haben wir hier noch? Stiefel. Das tragen wir doch sowieso alles am Mann. Die Münzen. Die ziehen aber gar kein Gewicht. Also, was zieht denn hier am meisten Gewicht? Eigentlich kaum was. Naja. Okay. Was haben wir hier noch? Fähigkeiten. Genau, Fähigkeiten müssen wir machen. Hier, Natur, Eisensucher, Maultier. Das Holzfäller. 30% schnell Bergarbeit, 30% schnell Graben. Punkte können wir hier vergeben. Ah, Jagdwissen. Das ist natürlich schön. Skillpunkte Jagd, Bogenschütze. Technologie. Technologie müssten wir erforschen, damit wir Pfeil und Bogen tragen können. Tanz war es für die Jagd. Pfeileköcher, sie können die Jagdhütte, Werkstatt und Schmiede gecraftet oder gekauft werden. 100 Taler kostet die Scheiße. Ist nehmbar. Achso, nicht genug Technologie? Okay, dann nicht genug Technologie. Wir müssen es scheinbar erst voll machen. Management. Okay, aber Fähigkeiten können wir auf jeden Fall die Kenntnisse erlernen. Wir haben auch keine Talentpunkte mehr. Wir haben hier bei Überlebenskenntnisse haben wir eins. Nehmen wir die bessere Temperaturtoleranz. Sehr schön. So, da haben wir das ja auch schon mal hier hinter uns gebracht. Wir könnten uns eigentlich noch ein bisschen mit Material. Aber wir sind erstmal froh, dass wir diese wunderschöne Hütte hier gezaubert haben. Und damit beende ich die Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Adios, amigos.